Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute geht es um die Staatenstruktur Graph, wie man hier unschwer erkennt. Und die brauchen wir, damit unsere Gegner dann ordentlich auf den Spieler zugehen können und nicht halt durch die Wände gehen und so weiter. Und direkt vor euch, also hier, das da, seht ihr schon einen Graphen, also nicht zu verwechseln mit dem Graphen in Mathe, zum Beispiel die Sinusfunktion oder sowas. Das nennt man hier eben auch Graph. Und erstmal kommen wir zu ein paar Begriffserklärungen, damit wir dann später, damit ihr alles versteht. Also erstmal ein Knoten ist einfach dieses, also ein rundes Teil, wo ein Name, in dem Fall jetzt hier A drin steht. Also hier A, B, C, D, E, F sind alles Knoten. Eine Kante ist, wenn von einem Knoten zum anderen so eine Verbindung ist. Also hier ist eine Verbindung, da ist eine Verbindung, da ist eine Verbindung und so weiter. Eine Gewichtung gibt es dann, wenn auf dieser Kante eine Zahl steht. Hier ist es dann die Gewichtung 3. Dann von A nach B wäre es zum Beispiel hier 5 oder von B nach C 2. Dann ein Zyklus ist, wenn man im Kreis gehen kann. Das heißt, hier bei diesem Zyklus kann man ja von A nach zu B zu C und dann wieder zurück nach zu A gehen. Und hier haben wir auch ganz viele Zyklen drin. Also allein hier, wenn man diese drei Knoten betrachtet oder diese drei Knoten oder das Gesamte, da haben wir jede Menge Zyklen drin. Gerichtet ist, wenn es eine bestimmte Richtung gibt der Kanten. Das heißt, wenn der von A nach B die Gewichtung 3, also zum Beispiel die Gewichtung 3 ist, das heißt, es gibt keine Verbindung zu B nach A. Das findet in Anwendung zum Beispiel jetzt bei einem Navigationssystem, bei einer Einbahnstraße zum Beispiel, sind die Kanten dann gerichtet. Dann zusammenhängend heißt, wenn man von jedem Knoten aus zu jedem anderen Knoten hinkommt, und zwar bei einem ungerichteten Graphen. Bei einem, also und dann nicht zusammenhängend wäre es dann eben, wenn man nicht von jedem zu jedem kommt. Das erkennt man auch ganz gut daran, dass hier immer solche sich sogenannte Inseln bilden. Hier ist eine und dann hier ist eine. Und stark zusammenhängend, hier fehlt das D. Oh, etwas groß. D. So stark zusammenhängend ist, wenn bei einem gerichteten Graphen man von jedem Knoten zu jedem Knoten auskommt. Also von C kommt man hier zu D, dann zu F und zu E. Von F kommt man zu E, D, C. Von D kommt man zu C, F und E. Und von E kommt man von D zu D, F und C. Das heißt stark zusammenhängend. Und was schwach zusammenhängend ist, brauchen wir eigentlich jetzt nicht. So, dann jetzt kommt was ganz Wichtiges, und zwar die Adjazenzmatrix. In dieser Matrix werden im Prinzip alle Kanten gespeichert. Die brauchen wir dann auch später im Programm. Und zwar zum Beispiel jetzt hier, die Kante von A nach B hat die Gewichtung 5 und die steht dann auch hier, also bei 1 ist in dem Fall jetzt A. Von A nach B ist die Gewichtung 5, von B nach C hier. B nach C haben wir die Gewichtung 2. Und so weiß das Programm dann eben, wo es Kanten gibt und dementsprechend kann es dann auch suchen mit dem sogenannten Dijkstra-Algorithmus, den ich gleich ansprechen werde, der enorm wichtig ist. Und der Aister-Algorithmus, mit dem wir dann arbeiten werden, der basiert also der zu 90% auf dem Dijkstra-Algorithmus. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum hier nur eine Hälfte, also die rechte obere Hälfte, beschrieben ist. Das brauchen wir nicht zu schreiben, weil der Graph ungerichtet ist. Das heißt, sowohl von A nach B ist es 5, als auch von B nach A. Das heißt, wir brauchen das nicht aufzuschreiben. Wenn jetzt zum Beispiel hier eine Richtung drin stände, dann müssten wir alles noch rüberschreiben. Aber so brauchen wir das nicht. Und dann kommen wir jetzt zu diesem Dijkstra-Algorithmus. Also,
Erst einmal bekommt jeder Knoten jetzt noch verschiedene Werte, und zwar eine, ob er besucht ist, was das heißt, werde ich gleich noch erklären. Dann die bisherige Weite, also vom Startknoten aus, und dann noch von welchem Knoten er auskommt. Also wenn wir jetzt hier diesen Weg haben von A nach F und dann von F nach C, dann wird in C gespeichert, dass er von F kommt, und in F wird gespeichert, dass er von A kommt. Die drei Werte sind ganz wichtig, damit wir dann nachvollziehen können, wie der Weg lautet. Erstmal müssen wir aber alle Knoten auf unendlich setzen, auf die Weite. Also im Programm wäre es dann Integer.maxValue, also wenn man Integer für die Weite verwendet. Das ist im Prinzip dann unendlich. Dann muss man die Weite vom Startknoten auf 0 setzen. Also in dem Fall, also wir machen jetzt hier gleich so einen Fall. Da ist hier überall unendlich und vom Startknoten ist es auf 0 gesetzt. Dann muss man für alle Knoten durchgehen, also eine Vorschleife, die durch alle Knoten durchgeht. Und zwar muss man erstmal den Knoten mit der mit der kleinsten Reichweite bisher herausfinden. Am Anfang ist es natürlich A, weil alle anderen haben unendlich und der Knoten A hat direkt 0. Und dann hat man den muss man dann auf besucht setzen, so dass er dann nicht mehr angeschaut wird von anderen Knoten. Zum Beispiel, wenn wir dann hier bei F sind, dann braucht er nicht mehr zu schauen, also zurückzuschauen nach A, weil es gibt sowieso keinen kleineren Weg mehr, wenn wir alle mit der mindesten Reichweite rausfinden und danach kommt erst F, dann kann nichts kleiner sein. Das ist unter anderem auch ein Grund, warum das, wenn wir dann zum Beispiel negative Kanten haben, warum auch immer, funktioniert der Algorithmus einfach nicht mehr. Deswegen, unter anderem deswegen. Dann, upsala, dann muss man die Verbindungen zu unbesuchten Knoten rausfinden. Das kann man dann anhand dieser Adjazenzmatrix herausfinden. Ich schau kurz, wie viel Zeit. Okay. Da sagt man, okay, von A geht zu B und zu F eine. Also erstmal sagt das Programm zu B, okay, da ist eine Verbindung und zu F ist eine Verbindung. Und danach überprüft man, ob die Distanz kleiner wäre als die jetzige. Also 0 plus 5 ist kleiner als unendlich. Also schreibt man in B jetzt die Weite 5 rein und der B kommt von A. Und außerdem setzt man im Prinzip das. Jetzt bin ich gerade durcheinander. Also mit der Weite setzt man das dann B bei B5 steht hier oben. Und mit der ID meine ich dann, dass der B der Vorgänger A ist im Prinzip so. Genau. Und jetzt machen wir das mal einfach an diesem Beispiel hier. Und zwar wollen wir von A nach E den möglichst kürzesten Weg suchen. Der Nebeneffekt beim Dijkstra-Algorithmus ist noch, dass zu allen anderen Knoten auch der kürzeste Weg gesucht wird. Und deswegen ist er auch etwas ineffizient im Vergleich zum Aster-Algorithmus. Zu dem komme ich aber später noch. Also jetzt haben wir diese Ausgangssituation hier. Jetzt setzen wir den Knoten A auf besucht und schreiben bei B und F, also die Weite rein. Dann im nächsten Schritt müssen wir wieder den suchen mit der kleinsten Weite, der unbesucht ist. Das heißt, wir haben jetzt hier F mit der 2. Schreiben da besucht rein und dann können wir in C, D und E eine Weite reinschreiben, weil wir haben ja überall Verbindungen. Also 2 plus 3 ist 5, 2 plus 4 ist 6 und 2 plus 4 ist 6. Also haben wir hier die Weite drin stehen. Im nächsten Schritt ist jetzt die kleinste Weite 5, da haben wir B und C und da B erstmal im Alphabet kommt, habe ich halt den als erstes genommen und der ist jetzt auch auf besucht gesetzt. Da ist die Weite 5 plus 3 nicht kleiner als 6, also lässt man einfach die 6 drin stehen und 5 plus 2 ist auch nicht, also 7 ist nicht kleiner als 5 und das heißt, man lässt es auch drin stehen. Dann kommt man jetzt zu C und besucht den Knoten. Hier
braucht man wieder nicht zu ändern, weil die beiden Knoten ja schon besucht sind. Und der Knoten hat schon 6 drin stehen und 5 plus 1 ist wieder 6 und ist wieder nicht kleiner, also braucht man wieder nichts zu tun. Dann sind wir jetzt bei D. Da sind alle Knoten bis auf der Knoten E schon besucht und 6 plus 2 ist 8 und das ist wiederum kleiner, nicht kleiner als 6 und das heißt, man braucht wieder nichts zu tun. Und dann sind wir schon am Schluss und wir bekommen raus, dass hier der rot angemarkerte Weg der kürzeste ist. Das war im Prinzip eine Anwendung jetzt vom Dijkstra, also zum Dijkstra-Algorithmus. Jetzt zeige ich euch noch ein kleines Programm, das ich geschrieben habe. Und zwar war das für dieses Semester in Info. Und zwar hat man hier den Startknoten, den man verschieben kann, und mit den Endknoten. Und dann kann man hier Mauern reinmalen, im Prinzip. So, und auf 0, beziehungsweise also man kann dann eben den kürzesten Weg suchen lassen. Und hier sucht er wieder den kürzesten Weg und so weiter. Und ja, man kann auch, ich habe noch eine Funktion eingebaut, dass man sehen kann, wie der Algorithmus, also welche Knoten er schon besucht hat. Und da sieht man, dass er alle Knoten hier links oben erstmal besucht hat, bevor er den findet. Warum besucht er jetzt die nicht? Naja, wenn es so eine Tiled Map im Prinzip ist, dann sind die Kanten von der Gewichtung zwischen den einzelnen Knoten immer nur 1 und dementsprechend kann er dann da schon aufhören. Das Ganze geht natürlich auch für Labyrinthe und da habe ich hier mal eins jetzt aus dem Internet mir erstellen lassen. Hups. Hier ist der Startknoten und da ist der Endknoten und jetzt schauen wir einfach mal dem Algorithmus zu beim Arbeiten. Okay, das ist vielleicht etwas schnell. Das ist übrigens der Weg, leicht kompliziert, wenn man das losen muss. So, jetzt sieht man den hier. Und da wäre jetzt zum Beispiel der A-Star-Algorithmus auch nicht mal, also bei dem Labyrinth würde es dann auch nicht mehr so viel Unterschied machen. Eigentlich gar keinen. Also fast keinen, sagen wir es mal so. Und natürlich hat er den Weg gefunden, der hier irgendwo sonst wo lang geht. Und der A-Star-Path-Algorithmus, der würde jetzt sagen, ich habe hier meinen Startpunkt und hier meinen Endpunkt. Und dann messe ich die Distanz, also dann gehe ich von jedem Knoten aus. Ich muss ja sowieso durch jeden Knoten durchgehen, um ihn auf Unbesucht zu setzen. Und dann sage ich hier, wenn zum Beispiel dieser Knoten ist, der hat jetzt die Distanz 10 Knoten oder 10 bis zum Ziel und der da hat 2 und der da hat 4 und und dann wird die Zahl noch zu der Weite hinzu addiert, welcher Knoten dann als nächstes ausgewählt wird und so würdet ihr halt hier direkt durchgehen zum Endziel und das ist das Gute bei dem Algorithmus, der ist dann eben da wesentlich effizienter. Ich habe sogar noch eine andere Simulation hier geschrieben und zwar habe ich hier, das kann ich mal schließen, leicht laggy, so, und zwar hat man hier ein Auto und sogar mit Sound, wenn ich hier jetzt auf der Straße mich bewege, dann Sie müssen auf der Straße stehen. Genau, und hier hat man die Minimap, wo man auswählen kann, wohin man will. Und jetzt sage ich einfach mal da und dann wird es Bitte kehren Sie auf die und dann wird es eben hingemalt und das mit dem A-Star-Algorithmus. Und hier an der Seite könnt ihr sehen, das obere ist im Moment immer der A-Star-Algorithmus, wie lange der gebraucht hat, wie viele Millisekunden und darunter ist der Dijkstra-Algorithmus. Und dieses K-Simulationsprogramm könnte ich auch als Download wahrscheinlich freigeben. Ziel erreicht. So, damit möchte ich diese Episode beenden. Heute war sie sehr informatisch. Und wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao.